Die Länge, die Breite und die Winkellage einer Leistentasche sind Designelemente. Man kann sie frei wählen. Nur die Funktion als Tasche setzt die Grenzen. Im Modell sichtbar ist nur die Leiste. Der Taschenbeutel liegt innen. Der Eingriff wird eingeschnitten, eingefasst und innen wird der Taschenbeutel angebracht. Dazu brauche ich in diesem Fall drei Schnittteile. Ein Teil erstellt die Leiste, die an der Eingriffsseite als Obertritt den Einschnitt abdeckt. Das zweite Teil wird als unterer Taschenbeutel aus Futterstoff daran angesetzt. Bei dünnem Oberstoff kann man das auch anschneiden. Das dritte Teil ist der obere Taschenbeutel mit dem passenden Untertritt zur Leiste. Dieses Schnittteil deckt auf der Innenseite der Jacke alle Taschenteile komplett ab. In diesem Fall wird eine unten verbreiterte Nahtzugabe später mit der Saumkante eingefasst. Ich beginne auf der linken Stoffseite im Vorderteil. Die eingezeichnete Taschenleiste stabilisiere ich mit Bügeleinlage, die an allen Seiten ca. 1 cm Zugabe hat. Auf dieser Einlage zeichne ich die Leiste wieder neu ein. Die Eckpunkte der Einschnittlinien werden jetzt auf die rechte Stoffseite übertragen. Ich mache das mit einer Stechahle. Ich wende das Vorderteil. Die Stechpunkte verbinde ich und zeichne die Leiste auch auf der rechten Stoffseite ein. Auch hier brauche ich Linienverlängerungen, die ich mit Kreide vorsichtig anzeichne. In das Leistenschnittteil bügele ich die Bruchkante ein, öffne es wieder und platziere es rechts auf der Innenkante der angezeichneten Leiste. An der Eingriffsseite der Leiste platziere ich den oberen Taschenbeutel, auch den rechts auf rechts. Beide Teile nähe ich exakt übereinstimmend mit meinen Kreidehilfslinien und den Querzeichen auf. Das gesamte Teil wird wieder auf die linke Seite gewendet. Von der linken Stoffseite aus schneide ich nur in den Oberstoff die Taschenöffnung exakt auf der eingezeichneten Linie. Die aufgenähten Taschenteile auf der rechten Stoffseite bleiben dabei unberührt. Durch die Öffnung kann ich jetzt die Taschenteile auf die Innenseite durchziehen. Den oberen Taschenbeutel ziehe ich erstmal nur zur Seite. Zuerst bringe ich die Leiste in ihre Position. Die lege ich Richtung Seitennaht und bügle die Ansatznaht auseinander. An der Bruchkante lege ich die Leiste wieder zurück. Den unteren Taschenbeutel aus Futterstoff nähe ich jetzt an die Leiste an und lege ihn zur vorderen Mitte um. Bevor das Vorderteil jetzt nochmal gewendet wird, fixiere ich die exakte Position der Leiste auf dem eingezeichneten Eingriff. Auf der rechten Stoffseite wird dann im Nahtschatten die Leistenbreite durchgenäht. Ich wende nochmal auf die linke Seite. Den oberen Taschenbeutel kann ich jetzt zur vorderen Mitte umlegen, in seine Position bringen und fixieren. Wieder wird auf die rechte Seite gewendet. Die Ecken kann ich dann auf die Innenseite durchschieben. An den kurzen Kanten der Leiste lege ich das Vorderteil um und kann die Ecken exakt auf die Nahtzugabe der Taschenbeutelteile steppen. Wenn der Taschenbeutel später auf der Innenseite sichtbar ist, die Jacke also nicht gefüttert wird, müssen die Nahtkanten erst versäubert werden, bevor der Taschenbeutel geschlossen wird. Den oberen und den unteren Taschenbeutel kann ich an den Nahtzugaben zusammenstecken und auf der Nahtlinie ringsrum zusammennähen. In diesem Schnittmuster wird der Taschenbeutel später mit dem Beleg an der vorderen Kante und mit der Saumkante befestigt.